Und damit, yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und somit herzlich willkommen zurück zu Far Cry 2, heute Folge 3. Wir machen jetzt die Mission, die ich eigentlich beim letzten Mal machen wollte, in der letzten Folge. Und zwar die Sprengung des Medizinzugs. Und die will ich jetzt machen. So, komm, das machen wir jetzt. Salam alaikum. Wollt ihr einen Job? Hätten einen. Sagen Sie es ihm. Wir haben rausgefunden. Ich hab's rausgekriegt. Ich, Kwasi. Dass die UFLL unsere Shut Nachbarn up. Im Westen erpresst. Das geht um Medikamente. Fies, oder? Unsere Nachbarn haben etwas Erdgas gekauft. Das ist auf einem Zug, der im Bahnhof festhängt. Der Plan, Tankwaggons hochjagen und Deal platzen lassen. Mama. Das Bahngelände ist etwa 1,5 Kilometer westlich von Pala, direkt am Rand der Wüste. Wir möchten, dass sie zum Bahngelände gehen und die Erdgaswaggons in die Luft jagen. Es gibt nur ein Problem. Die Tanks sind ziemlich stabil. Sie müssen mitten rein und Sprengstoff benutzen. Ohne Züge keine Medikamente. Wie schade. Gib. Gib. Es ist ganz einfach. Gib. Gehen Sie zu den Gleisen und zerstören Sie die Erdgaswaggons. Ja, jetzt komm hier. Seien Sie clever, das ist eine Geheimmission. Das heißt, jeder ist ein Feind, sogar die APR. Komm on. Tschüss, Aris. Sorry. So. Leute, wir sprengen jetzt die Erdgaszüge. Ich habe mich übrigens vertan. Ich dachte, die Medizinzüge. Aber das sind nur die Erdgaszüge, die wir da jetzt in die Luft jumpen. Salam alaikum. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo mein Auto ist, weil ich weiß gerade nicht, wo ich mein Auto geparkt habe. Ich brauche erstmal ein Auto. Ja, wollt ihr mir jetzt erzählen, dass hier keine Karre ist? Ah. Da ist eine Karre. Nehmen wir die doch einfach. Ja, warte mal. Lass mich kurz gucken, wo ich hin muss. Ja, wir müssen darüber. Da, warte mal, lass mal gucken, wie ich am besten fahre. Ich fahre jetzt am besten hier. Fahr dann hier rum. Jungs, was ist mit euren Eiern? Bitte, geht mal runter. Wird die Verlust. Jack, Jack, Jungs, macht euch. Ja, doch, Digga, wollen die jetzt schon auf die Fresse kriegen, Digga? Ganz Maul. Alles gut, ich hab deine Nummer. Ich beobachte dich. Ich kenne deine Schwäche. Ich dich auf, Maro. Ja, bro, das sind alles dieselben Waffen, aber nein. Jungs! Reich, Jungs, bitte. Reicht, ich will nichts von euch, ihr wollt nichts von mir, Radas. Fuck. Mein Junge. Ist tot. Jungs! Hallo! Wo?
Jungs. Jungs, ich will nur zu diesem verkackten Bahnhof. Mehr will ich nicht. Jungs, jetzt lass mich dahin. Bitte. Geht mir doch nicht auf die Eier jetzt. Sag Amanak bei mir, bitte. Ich zieh einfach grad weg. Lass mich grad, die kommen jetzt mit der Karre natürlich. Jungs, ich will doch nur diesen Dreckszug in die Luft jagen, Bruder. Mehr will ich doch gar nicht. Denken auch, ich will was von denen. Hast du Pump? Was ist du? Du hast gar nichts, ne? Du hast das MG benutzt, ne? Haben die mein Auto auseinandergenommen, haben wir nachher. Bitte. Reicht. Ja. Hier ist irgendwo ein Koffer, den lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Außer der ist an einer richtig beschissenen Stelle, dann lass ihn liegen. Wir kommen dem Ding auf jeden Fall näher. Ja. Soll das Ding sein? Hier ist das Signal am stärksten. Ah, was auch sein kann, ist, dass der da oben liegt. Ja, das kann gut sein. Egal. Ich mach jetzt erstmal die Mission. Warum wusste ich, dass sie auf mich ballern? Jungs, bitte! Na Mann, ihr wollt nicht anders, ne? Jungs, entspannt euch. Was halt so, wenn ich filmen will, muss spielen.
Jungs. Ja, Ed. Kann ich die Karre hier eventuell noch retten? Die APR geht mir echt auf die Eier, ne? Die waren alle übel Stress mit mir am Anfang, ne? Die haben auch übel Spaß daran, ne? Ich muss mich vor allem mal kopieren. Ja. Bei dem wäre es ganz gut, wenn die Waffen da noch liegen von den anderen. Ja, die liegen hier sogar noch. Das ist halt eine Pump, ne? Eine Pump bräuchte halt eher wenig. Gut, wir haben aber immerhin eine Karre, mit der wir fahren können. Ja. Sind gerade schon bei drauf gegangen. Werden Sie mit ihm fertig? Ich zerbomb ihn, oder? Natürlich. Kleiner Mann. Entsendet keine Truppen, obwohl sie gebraucht werden. Dabei steht ein ganzer Zug voller Soldaten bereit. Wenn Sie Gakumbas Tankwaggons in die Luft jagen, müssen die Soldaten sie unbedingt verfolgen. Die kommen nicht mal in ihre Nähe. Dafür sorge ich schon. Ich habe an den Gleisen eine Bombe deponiert. Wussten Sie, dass die UFLL Kinder entführt und verkauft? Der Kommandeur im Zug ist mit kleinen Jungs reich geworden. Schön, dass ich das jetzt erfahre. Komm, wir nehmen den auseinander. Ja, ja. Leicht zu finden. Und trotzdem bin ich der, der drauf geht. So. Wir sollen halt jetzt an zwei verschiedenen Orten hin. Wenn ich das richtig sehe, ist der Bahnhof direkt hier oben. Und ich glaube, zu den blauen Marker sollen wir dann. Merkt, ich kann ein Auto fahren. Egal, komm, wir fahren mal zum Bahnhof rüber und jumpsten den erstmal richtig dick in die Luft. Komm ich da irgendwie hin? Ach, ich fahr vorbei. War doch vorbei. Meine Fresse, geht mir doch nicht auf den Sack, Digga. Was hab ich getan? Bitte. Fand durch. Aber ey, danke für das schnelle Auto. Da jetzt. Gut, immerhin funktioniert das. Stark. Okay, da ist es. Jungs!
Ich bin nicht mal in eurer Nähe. In eurer Nähe. Ihr ballert mich jetzt schon ab. Was ist mit euch? Was ist mit... Bin Sippe. Zack. Jungs, was habe ich euch getan? Sag mal. Ja, Bruder muss auch ein bisschen ziehen, denn noch. Ach, der SCP weg? Du weg, ne? Du weg, du Peach. Na, wo? Yeah. Oh, die kleine Waffe, ne? So eine stressige Kackmission, Alter. Aber Mann, da kommt noch einer. Yeah. Aber machen wir ein bisschen Pump-Action, ist mir auch egal. Kein Thema, ich mache auch gerne bis. Eine Fresse. Oh, Digga, schreck mich mal nicht so. Du Ehrenloser, schreck mich mal nicht so. Gut, warte mal, wo muss ich hin? Okay, ich muss auf das Gleis hier. Ah, hier! Oder? Ja, hier. Aber wie muss ich das jetzt machen? Oder einfach anschießen. Ah, wahrscheinlich einfach anschießen. Ach nee, warte mal, geh. Warte, wie kann ich nochmal... Jetzt muss ich kurz nachgucken. Ich muss kurz nachgucken, wie ich eine Granate werfen kann. Steuerung, Waffen. Granate. Primär 3. Spezialwaffe 4. Ja, stark. Aber wie kann ich die. Wie kann ich die Dinge werfen? Ah, hier. Q. Okay, Q. Gut, jetzt ist nur die Frage, wo habe ich mein Auto hingestellt? Aber gut, das haben wir gemacht. Wir haben ein neues Ziel. Okay, jemanden finden, der Medikamente besorgen kann. Das haben wir jetzt auch noch. Okay. Aber ich muss, glaube ich, immer noch... Ah ne, muss ich nicht mehr, okay.
Jetzt ist so die Frage, wie komme ich zu meinem Auto, weil ich habe keine Ahnung, wo er da. Gut, dann haben wir das auch abgeschlossen. Haben wir das auch? Ich fahre mal zu diesem Unterschrift, der da ist. Ich glaube, da kann ich auch speichern. Hoffe ich. So, wo muss ich hin? Okay, jetzt steht nicht, wo ich hin muss. Irgendwo war hier, ah hier. Hier war der Weg. Hierher. Que pasa? Heute ist es schlimm hier. Soll ich in der Nähe bleiben, falls du Ärger kriegst? Ja, machst du. Mach mal. So. Wir speichern, genau. Wir können das nämlich auch hier bei diesen Betten speichern. Gut. Immer doch. Ui, das Schätzchen ist natürlich schon mal ein bisschen, ne? Das nehme ich doch gerne. So. Schauen wir mal. Wir haben hier sogar eine Sache in der Nähe, die ist hier hinten, da können wir noch hinfahren. Machen wir jetzt. Wir fahren mal dahin. Muss man die Map mal eben aufmachen. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich bin so dick auf dem Weg, ne? Ich wollte gerade sagen. Ja, dann machen wir es aber so. So, und zwar fahren wir jetzt hier rum. Ich meine jetzt hier hinten hin, weil hier haben wir auch noch eine Mission, die wir machen können. So. Frage ist nur. Ah, hier. Oder ist das einfach wieder eine. Achso, das ist einfach nur so eine Waffendingens. Ist keine Mission aktiviert, erscheint der Waffenhändler im Waffenladen. Er kann Ihnen Missionen anbieten, durch die sie neue Waffen zum Kauf freischalten können. Oh! In ihre nächste Mission schaltet folgende Waffen frei. Oh, die 6B9 würde ich halt schon gerne nehmen, ne? Kleiner Nebenjob gefällig? Gerne. Hier mein Problem. Dieser Ukrainer will sich in mein Geschäft drängen. Er erwartet eine Lieferung. Miese Ware, alles illegal. Sie stoppen diesen Konvoi, dann besorge ich ihnen was Besonderes. Hammer. Okay, dann mal. So, wo muss ich hin? Sag mal her, wo muss ich hin? Okay, Bro. Digga, ich muss ja mies an Arsch der Welt hin. Warte, kommt der hier hoch? Ja, der kommt hier hoch. Ich fange den ab. Ich gehe den abfangen. Das ist, glaube ich, ein bisschen cleverer als da jetzt. Straight into heaven reinfahren, Digga. Ich versuche jetzt diesem Konvoi entgegenzukommen. Schauen, ob das funktioniert. Weg da. Boy, blöd, ja. Mann, ich bin entspannt durch, so. Wollt ihr jetzt ernsthaft schon mein neues Schätzchen haben? Okay, mit dem Ding treffe ich nichts. Warte mal, wir machen das anders. Wir machen diesen. Jetzt egal, ob ich mein Auto abfackel.
zieh. Aus! Egal, scheiß drauf. Scheiß drauf, wir fahren weiter. Braucht die Karre? Nein. Dann können wir weiterfahren. Ich hasse es, Alter. Ich will doch nur diese Mission machen. Auf einmal kommen 30 Millionen Leute, die mich einfach alle abballern. So, schauen wir nochmal hier rauf. Am Monat im Jahr. Jetzt der nächste, der Stress will. Natürlich will er Stress. Ach, ist. Ich nehme lieber die Waffe, weil die mit der bin ich, kann ich besser umgehen. Aber dann kann ich jetzt auch das Auto hier nehmen. Oh, ja, ja. Jungs, reicht. Reicht, Jungs, bitte. Ich hab euch nichts getan, Jungs. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Warte mal, ich sehe gerade, ich bin komplett kacke gefahren. Komplett kacke gefahren. Ey, yo. Hier hätte ich lang kommen müssen. Jungs. Ah, oh, und dann räumen wir hier erst auf. Und noch einer. Nein. Oh ja, guck mal. Also muss man die Dinger auftanken. Okay, so bist du auf sich nicht. Gut, dann ist der Benzinkanister ist da wahrscheinlich für irgendwas anderes gut.
könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Far Cry 2 selber gezockt habt und ihr wisst, wofür der Benzinkanister ist. Könnt ihr das sehr gerne in die Comments schreiben. Okay, der fährt aber weiter. Das Lustige ist, jeder will meinen Arsch haben in diesem Game. Das wirklich jeder. So, warte, jetzt muss ich gucken. Okay, wir fahren hier rum. Und hier rum. Jungs! Ich kann das alles nicht mehr. Man fährt einmal irgendwo lang, auf einmal kommen irgendwelche 0815 Heinis, die dich auf einmal umbringen wollen. Doch nur in Ruhe meine Mission machen, Bro. Warum war mir das klar? Jungs! Entspannt euch! Aber hier ist aber nichts mehr. So, nichts, was ich irgendwie noch mitnehmen kann, so wie es aussieht. Keine Munition, Heal oder sonst irgendwas. Also hier ist nichts mehr. Ach mir doch, ich höre ein Auto. Brüche? Jetzt kommen die nicht. Okay, dann habe ich mir das eingebildet mit dem Auto, aber es hat sich gerade so angehört, als wäre ich ein Auto lang gefahren. Aber doch, hier kann ich noch ein bisschen Position und sowas mitnehmen. So. Gut, jetzt fahren wir doch endlich mal rüber. Wir können
keinen Bock mehr. So. Wir müssen hier lang. Weg da. So, jetzt hoffe ich ohne irgendwelche Leute, die mich hier ballern wollen. Reicht langsam wirklich. Jungs, okay, Jungs, er fährt mich einfach an. Hab ich. Ein Zippies. Die sollen hier hinten irgendwo sein. Okay. Ah, hier. Abo! Mann! Shut the fuck up! Das waren aber nicht die einzigen, ja. Was? Von wo? Schottloser. Okay, steh richtig. Aber soll ich den jetzt wegfahren? Ich schätze mal, ich soll den wegfahren, ne? Oh, scheint so. Warte, oder? Ach so, warte mal. Ach so, wait a minute. Warte, mal so, ganz gut. Dann machen wir den, dann machen wir kurz den hier. Hey, yo. Ich geh mal lieber hier noch mal kurz rein. Okay, ich kann hier aber nicht speichern. Okay. Egal, das haben wir abgeschlossen. Heißt, ich schätze mal, wir können jetzt... Oh. Ah... Stimmt, vergessen, wir haben ja noch die Malaria, haben wir auch noch. Ich schätze mal, das heißt, wir können jetzt zu unserem Waffenhaini wieder rüberfahren. Machen wir das. Jungs. Okay, wait a minute. Bevor wir da rüberfahren, hol mir ganz kurz hier die ganzen Leute.
da gleich noch irgendein übrig los. Von da werden wir angegriffen. Ihr werdet nicht nur angegriffen, Bro, ihr werdet abgeballert. So. Ich würde sagen, wir fahren das nächste Mal zu dem Waffenhändler rüber. Ja, ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ihr gerne ein Like und ein Abo da. Schaut gerne bei den anderen zwei Folgen vorbei. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. It's hard, it's hard.